ist es schon sehr naheliegend, dass es sich um eine Gasexplosion gehandelt haben dürfte. Wie ist es dann weitergegangen? Sie haben gesagt, Sie sind dann in der Straße gestanden und dann? Naja, dann bin ich zunächst einmal in die Wohnung hineingegangen über die ganzen Glassplitter im Hausflur, um zu schauen, was sich jetzt in meiner Wohnung getan hat. Die Straßenseite ist total entglast, also das wird noch sehr vergnüglich werden, das alles aufzuräumen. Und dann war ich ungefähr eine halbe Stunde beschäftigt, die Katzen von uns zu suchen, die sich natürlich im letzten Winkel verkrochen hatten, und sie in ein nicht entglastes Zimmer zu sperren, weil die natürlich dann mit ihren Pfoten zusätzlich noch eine Verletzungsgefahr gehabt hätten. Sie nehmen das aber sehr gelassen. Wissen Sie schon in etwa, wie lange das alles dauern wird, wann Sie wieder zurück in Ihre Wohnung können? Schauen Sie, Steuerberater ist man gewohnt, gelassen zu sein. Da erlebt man noch ganz andere Sachen als so etwas. Nein, Scherz beiseite. Es ist natürlich für die Betroffenen eine schreckliche Situation. Aber wenn es einen nicht betroffen hat, ist man halbwegs erleichtert, dass es eigentlich doch halbwegs glimpflich ausgegangen ist. Weil es hätte natürlich auch, wenn das vielleicht ein Stockwerk tiefer ist oder so, zu massiveren Einstürzen im Haus passieren können. Weil das ist ja, betrifft ja die beiden obersten Stockwerke. Und damit ist natürlich das Haus zum größten Teil doch stehen geblieben. Wenn ich mir vorstelle, das passiert vielleicht im Hochparterre oder im ersten Stock, dann schaut es natürlich schon ganz anders aus. Und dann hätte es vermutlich wesentlich mehr Opfer gegeben. Ich weiß gar nicht, welche Opfer zu beklagen sind, beziehungsweise ob es Schwerverletzte oder Tote sind, weiß ich jetzt noch gar nicht. Sie haben den Knall gehört, haben Sie auch was gespürt? Ja. Also man hat deutlich die Erschütterung gespürt, weil ich bin am Computer gesessen, es hat mich so ein bisschen gerissen. Und da dachte ich eben im ersten Moment, ja, bei uns im Haus ist da vielleicht ein Gerüst oder so, das jetzt umgestürzt ist oder irgendwas runtergefallen ist, dass vielleicht oben vom Dachboden ein Fenster auf den Gehsteig gefallen ist oder so. Irgendetwas wäre ja auch denkbar, gibt ja auch eine Erschütterung. Aber es war eben nichts zu sehen in der Wackgasse, sondern eben in der Pressgasse, und das war doch auch noch in der nächsten Gasse deutlich zu spüren. Das sind ja dann auch herausgefunden, was denn tatsächlich passiert ist? Naja, Kombinationsgabe und Hingehen, würde ich sagen, 5 Minuten. Also das ist, es war ziemlich evident dann, würde ich sagen, wenn man sieht, dass also in der Fassade des Hauses ein großes Loch klafft. Also wenn dort nicht ein heimlicher Bombenbastler wohnt, kann es eigentlich fast nur eine Gasexplosion sein, so wie es ausgeschaut hat. Hatten Sie große Angst? Schauen Sie, ich weiß nicht, wenn ich in der Pressgasse gewesen wäre und es wäre unmittelbar neben mir passiert, ja, dann hätte ich sicherlich Angst gehabt. Ich meine, aber so war die ganze Sache eigentlich schon vorbei, wie ich hingekommen bin. Also bedauere Ihnen da keinen unmittelbaren Zeugenbericht von der Stichflamme oder sonst etwas geben zu können, aber da müssten Sie vermutlich jemanden anderen fragen. Ja? Schön, danke. Bitte sehr. Danke. Vielen Dank. Danke.